Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir im Zeichen der Wet Dog Challenge. Wir müssen in die Urzeithöhle, um dort etwas Großartiges zu tun. Was auch immer. Ja, yeah, hier kann man Zubat und Golbat und Zubiris fangen. Das heißt, ich habe sogar eine Chance auf Zubiris. Haha. Na, wo ist es? Dun, 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 dun. Jawohl, es kommt direkt eins. Das nenne ich doch mal Glück im Unglück. Ach ja, erinnert mich an mein altes Zubiris. Ihr erinnert euch noch an, wie heißt? Ich hab's vergessen. Andy aus Blaze Black 1. Pokéball los! Wenn das jetzt funktioniert, dann kacke ich ins Klo. Piu! Kling, kling, kling. Aha. Ne. Ich wollte gerade sagen, ein Pokéball. Das heißt ja eigentlich, dass ein Superball instant funktionieren muss. Wir haben einen Meisterball. Oh yeah. Muss ich jetzt wirklich schon mit Kyogre kämpfen? Das ist aber ganz schön krass, dass das jetzt schon passiert. Strafattacke. Deine Mutter war auch eine Strafattacke. Los! Superball! Ping! Pong! Chong! Ich habe nichts, womit ich das Vieh schwächen könnte. Ohne dass es instant tot wäre. Mega Zubiris! For the win! Komm schon. Eins. Warum? Der Pokéball hatte auch fast funktioniert. Na gut, dann wechseln wir das Pokémon aus und setzen Emerald ein. Ist mir egal. Din, 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 din. Zauberschein ist sehr effektiv gegen das Vieh, deswegen wäre das Schwachsinn. Oh nein, ich habe vergessen, Dings auszumachen. Giftieb! Oh, wow! Nicht effektiv, okay. Das erklärt einiges. Weh, du bist vergiftet. Ja, genau, das wäre es jetzt gewesen. Volltreffer! Und es ist vergiftet und das Gift tötet es. Gut, jetzt aber, hier komm. Superball! Ich habe auch schon einen Namen für das Vieh. Da es männlich ist, passt das. Und den habe ich nämlich noch gar nicht benannt in diesem Projekt. Und dabei ist das so ein guter Kollege von mir. Warum? Du bist total geschwächt, Alter! Und dann werde ich gleich erstmal wieder die Kampfanimation anmachen. Ach ja, übrigens, Happy Birthday, Dengoku Senpai. Heute ist mein Geburtstag, der 20. Januar. Ja. Das ist ja episch. Dass wir dann... Mann, was ist das? Alter, come on. Emerald geht jetzt am besten noch direkt drauf. Instant. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Was ist denn das? Das kann nicht sein. Komm schon, jetzt bleib drin, bitte. Oh. Eins. Zwei. Warum tust du mir das an, du Kacklappen? Ich wollte gerade sagen, wenn mich das jetzt getötet hätte, wäre ich aber durchgedreht. So, dann heilen wir uns mal eben schnell. 13 Top-Genesung, das geht ja. Ich wollte sagen, was war das denn jetzt für eine Anzeige? Aber er ist nicht mehr verwirrt, das ist doch nett. Alter, das Vieh ist ganz schön stark. Ach ja, genau, das habe ich vergessen im letzten Part. Mir gehen die Superbälle aus, wegen Zubiris. Wenn es jetzt ein legendäres Pokémon wäre, könnte ich es ja verstehen, aber nicht bei einem Zubiris. Und zwar wollte ich ja erst Tuska mit ins Team nehmen. Ja, wir müssen gleich die Höhle nochmal verlassen, um Pokébälle zu kaufen. Nein, das wollte ich nicht. Nur wegen Zubiris, Mann! Du kostest Zeit. Meine Güte. Tuska darf ich gar nicht benutzen. Du bist ganz schön badass, weißt du das eigentlich? Versuchen wir mal einen anderen Ball. Was habe ich denn noch? Hier Hyperball, Premierball. Mal Premierball, komm. Für ein dunkles Pokémon ein weißer Pokéball, damit wird es gereinigt. Eins, zwei, drei. Das ist ein Scherz, oder? Ein Premierball, das hat genau dieselbe Fangchance wie ein Pokéball. Mann!
Oh, ich habe den EP-Teiler noch an. Fuck. Soll ich auch eben ausmachen? Zubiris gefangen. Yay. Unlichtgeist. Super episch. Weiter. Ja. Dein Spitzname. Ich weiß, er guckt das Projekt nicht. Das ist aber egal. Nein. Nein. Wo ist jetzt? Brot. 91, genau. 92. Yay! Bro. So, wir verlassen jetzt nochmal die Höhle. Und damit wären wir immer noch beim Thema. Mein Gott. Warum darf ich Tuska nicht benutzen? Weil das dieselbe Route war wie von. Kann ich da eben schnell hinfliegen? Sonst dauert mir das alles hier zu lang. Doppelten Weg und so. Ich will sowieso mal eben schnell ins Pokémon Center. Jo, es geht sogar. War dieselbe Route halt wie ein anderes Pokémon. Kleinstein, glaube ich. Und dann, dadurch, dass ich Kleinstein zuerst gefangen habe, konnte ich Tuska nicht mehr benutzen. Deswegen ist Tuska jetzt auf einer anderen Box. Und zwar da. Boah. Wo Tanheel ist. Ja, und die Stadt hier erkunden, das machen wir auch noch, aber heute nicht mehr. So. Dim, 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 dim. Und ich muss mich ja wirklich an die 15-Minuten-Grenze halten. Alter, wir haben jetzt schon 6 Minuten, 6,5 Minuten. Und das ist doch scheiße. Und das nur wegen einem Pokémon, was sich gewehrt hat. Ja, und hier könnt ihr mir jetzt einen Garados angenommen, oder ich fange mit einem Carpador. Hä, war da was? Nö. Hab ich keine Lust zu. Na, 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 na. So, Pokébälle kaufen. Pampadam. Kauf mir 11 Stück. Warum? Weil wir dann immer einen Primärball dazu kriegen. Dann lieber kleine Dinger fangen, kaufen. So. Danke. Top-Trank, Hypertränke kann ich nochmal ein paar kaufen. Sonst was? Hier ein Fluchtseil. Haben wir 5 Stück von, brauche ich nicht. Vielleicht ein paar Top-Schutz hier, komm. Für den Fall das. Wir werden auf jeden Fall noch die Wasserrouten ein anderes Mal machen, damit wir das auch alles erledigt haben und das alles vor, bevor wir den Arena-Leiter herausfordern. Ich will nämlich nicht so blindlings in einen Arena-Leiter-Kampf hineinrennen. Vor allem, wenn die letzte Arena war ja schon Level 45. Was für ein Level hat dann die Arena? Hier. 50? Bestimmt, oder? So, lass mich rein. Wir werden jetzt in die Höhle gehen und uns vielleicht sogar Kyogre noch in diesen Part schnappen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ein großes Loch in der im Boden. What the fuck? Das scheint ein Pokémon ziemlich angefressen zu sein. Oh, ein Golbat. Golbat. Welches Level hast du? 35, du gibst bestimmt... Ich habe vergessen, Dings auszumachen. Drachenpuls! Ah, und vergessen, die Animation anzumachen. Mist. Nee, Tentoxa ist ja eigentlich dran mit Leveln. Fuck, das war so blöd. Jawohl, Level up. Ja, EP-Teiler, bla bla bla, scheiße. Das war nicht beabsichtigt. Entschuldigung. So, Tausch mit Emerald. Damit hat Emerald jetzt erstmal den Vorteil und darf ein paar Runden länger kämpfen. So, Options. Texttempo, Animation, an bitte. Ja. Kaching. Und dann müssen wir noch den EP-Teiler ausstellen. So, sehr gut. Ja, wir haben alles gefangen, was man hier fangen kann. Vielleicht sollte ich lieber mit dem Itemradar rumlaufen. Dim, 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 dim. Ja, nee, ich. Da kann ich auch Top-Schutz benutzen. Doch. Sonst kommen wir ja nie voran hier. Noch ein Chubiris. Ich will mein Itemradar. Und ich will mal eben Top-Schutz haben. Und erstmal Superschutz. Haben wir noch 2 Stück von. Erstmal verbrauchen, was wir haben, ne? Das Sinnvollste, was du tun könnt. Ich hab's gewusst. Der Itemsüchtige hat wieder was gefunden. Sehr gut.
Immer tiefer in die Höhle rein. Alter. Klingt fast gar nicht grauenhaft. Jetzt wird's nebelig. Hätte ich mal lieber die Fähigkeit auflockern. Kleine Kinder hätten jetzt bestimmt mega Schiss, hier weiter runter zu gehen. Oh mein Gott, es schreit und knurrt mich an. Was war das denn? War das ein Zubiris? Keine Ahnung. Egal. Hallo. Wir haben ja ohnehin schon was gefangen hier in der Höhle. Oh, wir haben es schon geschafft. Das ist unheimlich, dass auf einmal dieser große Schatten unter Wasser auftaucht. Yay! Total cool. Dengoku hat den Aqua-Anzug übergestreift. Das ist aber cool. Cool gemacht auf jeden Fall. Dengoku hat den roten Edelstein am Anzug angebracht. Aha. Was geht hier ab? Aus dem Aquazug ertönt eine Stimme. Hey, kannst du mich hören, Kindchen? Ich bin's, Adrian. Na, erschrocken, ich dachte mir, ich melde mich mal über das Kommunikationssystem in deinem Anzug. Wir haben von hier draußen aus ein Signal geortet. Das heißt, dass Kyogre inzwischen eingetrudelt sein muss. Steht es am Ende vielleicht schon direkt vor deiner Nase? Ja. Verstehe. Dann spitz mal schön die Lauscher. Du musst jetzt all deinen Mut zusammennehmen und auf das Biest draufspringen. Was? Danach musst du zusammen mit ihm zum tiefsten Punkt. Okay. Ja, damit ist die Datenübertragung abgebrochen. Die Verbindung ist abgebrochen. Das sieht aber echt mini aus gerade, oder? Wie cool! Das ist ja cool gemacht. Und warum müssen wir jetzt zum tiefsten Punkt? Das verstehe ich nicht ganz. Weil Kyogre hat sich ja jetzt eigentlich beruhigt. Eigentlich ist die Geschichte ja gegessen. Ja. Sehr merkwürdig alles. Oh mein Gott, wie cool sieht das denn aus? Oh. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Kyogre schreit. Oh mein Gott. Und ich grinse. Das ist ja schon mal etwas. Also rechts der Bildschirm, also der kleine Bildschirm, erinnert mich ein bisschen an Alien. Wisst ihr warum? Wenn man an den Motion Tracker, wie nur das gleich so ein Piep, 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 Piep kommt. Schutz wirkt nicht mehr, ja, bitte. Und dann kommen die Aliens auf uns zu. Nee, ich will nicht hoch. Okay. Du kannst gerne ein... Was? Fatih sagt immer, dies ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort dafür. Aha. Sehr interessant. Kann ich wie ins Fahrrad fahren? Jo, Fahrradfahren. Natürlich geht Fahrradfahren. Mein Itemradar, was ich auf den Kopf packen muss. Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt, Leute. Kann man das nachvollziehen? Mein Gott, jetzt geht er rein. Ich denke schon, oder? Ach, Schutz wird nicht mehr. Ich habe noch so viel zum Verkaufen, Alter. Oh, die beiden Pokémon brauchen noch Items, habe ich gerade gesehen. Und jetzt? Das ist aber blöd. Stell dir mal vor, man geht aus der Höhle raus und weiß nicht mehr weiter. Oh mein Gott.
Es starrt mich an. Oh mein Gott, es benutzt Aquahaubitze. Nein, es verwandelt sich in einen Diamanten. Ist das einfach die Protomorphose? Oh mein Gott. Was geht hier ab? Oh oh. Kann ich wenigstens noch mal kurz speichern? Wer? Ich will wenigstens eben speichern können. Nein, natürlich nicht. Wir werden direkt in den Kampf gejagt. Ein Kyogre erscheint. Mann! Okay. Urmeer von Kyogre wirkt. Es fängt an, in Strömen zu regnen. Naja. Unsere Aufgabe ist es jetzt, Kyogre zu fangen. Ja, das war süß. Oder töten. Eins von beiden. Nach der Pokémon-Liga taucht es ja wieder auf. Das heißt, ich glaube, ich gehe lieber auf Nummer sicher, weil... Obwohl, die DVs sind dann ja auch schon festgelegt, ne? Body Slam! Warum? Oh, ich mag nicht, aber ich muss. Na komm, egal. Meisterball, los. Da haben wir es hinter uns. Der Part darf auch nicht zu lange gehen, von daher. Eins. Da brauche ich gar nicht mitzählen, der bleibt drin. Ja, wir haben Kyogre gefangen. Ich hätte zwar lieber ein Shiny gehabt, aber... Oder irgendwie was Besonderes draus, so. Kyogre hält jetzt keinen Spitznamen. Seegründler. Nein, kein Spitzname. Oder auf Box 1 transferiert. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Alpha Saphir im Zeichen der Wetlock Challenge. Haus da rein. Alter! Schaust da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku Senpai. Und ich halte die Klappe und genieße das.